Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal meines 19 Challenge Projekts mit dem Frizzy Gaming. Moin, Servus. Yo, ich bin aktuell noch mit unserem neuen Errungenschaft vom LU am Fahren. Jo. Der hat sich auf jeden Fall gut gelohnt, ich habe jetzt einen restlichen Mist reingemacht und war jetzt ein bisschen dummer und dann passt das. Sagen Sie mal, was Sie von dem Case so halten. Gefällt er Ihnen? Hat es Leistung genug? Erster Eindruck, geil. Ist auf jeden Fall schon windig. Finde ja, und der Sound ist, geht auch so geil. Nur geht der so. Ist halt ein bisschen vom PS ein bisschen weniger als mein No Holland aktuell. Wie flott denn der? 300. Ah, 30 PS. Ja, aber trotzdem, schöner Ergänz. Vielleicht verkaufe ich sogar meinen Deutz, wobei der eigentlich als Pflegepreifungsschlepper eigentlich ganz geil ist zum Ding. So wenig Zeit, ich komme gar nicht zum Düngen. Und die kommen nicht zum Pflanzen, ja. Zum Pflanzen, ich komme auch nicht zum Pflanzen. Zum Unkraut entfernen. Ja, das lasse ich von mir machen, wenn das mal irgendwann gemacht wird. Ah, der Rauli kommt. Oh, Junge. Butter war ich. Hey, dieser New Holland ist einfach so geil, Junge. Und wie schaut's aus? Haben Sie schon eine neue Grafikkarte? Nö, das hast du mich schon mal gefragt. Ah ja, stimmt. Sorry. Wow. Einfach nur wow. Ja, Entschuldigung, ich hab so viele Fragen im Kopf, da vergiss ich manchmal die andere, ob ich schon gefragt hab. Waren die beiden jetzt auf deine Felder ernten oder was? Oder für deine. Kann es sein, damit er bei mir arbeitet? Jo, heute haben wir wieder. Soll ich bei dir grubbern? 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 Die grubbern bei dir auf dem Feld? Ja. Hä? Soll ich verarschen oder was? Was denn der Dreckzart? Na, no, das habe ich nicht bestellt, aber naja. Hä? Dann frag mal lieber und nicht, dass es nur extra Kosten gibt. Dann war es aber mit der Partnerschaft. Willkommen im LU, was kann ich für ihn tun? Bye bye. Erntet, ist das Grubbern im Feld inklusive oder gibt das nochmal extra Kosten? Es gibt extra Kosten. Okay, danke. Ciao. Nils! Nils! Ich glaube, wir werden noch einmal ein Wörtchen reden, ha? Ich finde das gut so. Alter, also, ich hab mir ja, das ist nochmal extra um den Boden unnicht zu machen. Du weißt Bescheid. Kostet doch vielleicht 50.000 Aufpreis, aber das lohnt sich. Ich sag's dir, danach ist der Boden butterweich für die Aussage. Vor allem, wenn ich mit dem Corona-Grubber unterwegs bin, Junge, der streut gleich Corona rein. Ich könnte dir auch ölrettig ansehen, wenn du. Da musst du aufpassen, dann impft die nochmal drüber, dann kostet natürlich auch nochmal extra Kosten, aber das lohnt sich, das sage ich dir. Dann gibt's vielleicht nochmal eine Runde Quarantäne, aber ansonsten geht's. Na, aber die extra Kosten fürs Grubbern, das soll ich nicht das ganze Session gleich mal von der Liste abstreichen. Ja, okay. Gut, dann wird alles dreschen teurer. Habe ich auch kein Problem. Das braucht der Boden, das Grubbern. Ja, vor allem jetzt impfe ich ihn gerade mit Corona. Gegen Corona impfe ich ihn gerade. Das kostet natürlich auch nochmal extra Kosten. Nur mal. Das Leben ist nicht mehr so. Ausprobieren. Boah, ich glaube, der Grubber ist mit deinen Teurer. Grubber wäre doch umso mehr. Alter. Da habt ihr aber den falschen Grubber. Da muss er ja 1 Meter breit sein, wenn es pro Bahn geht. Ja, pro Bahn so um die 100.000, hätte ich gesagt. Ja, fehlt pro Meter 20.000 quasi. Pro Meter pro Bahn, also beim 10 Meter Grubbe wären es dann 200.000. Ey, Dommel, ich kipp jetzt die restliche Scheiße in deine BGA. Ja, eine BGA? Ja, ich hab eine BGA. Die hat mir die geklaut, die wollte ich kaufen. Bengel. Du bist ein Lappen. Die Oberde ist besser. Das hat deine Mom zu dir auch gesagt. Kurze Frage, Nee.
Doch. Das war irgendwann überbewertet. Discount Store. Gib doch rein, die Scheiße. Wann wird denn jetzt endlich auf meinen Feldern gespritzt? Geht's. Ich weiß gar nicht, was es da zu lachen gibt. Ich möchte jetzt von Unkraut befreit haben. Und nicht das Unkraut ohne in deinem Bereich. Und das LU gern bitte auf Feld 14 einmal Unkraut entfernen. Ey, wenn das jetzt vor mir gemacht wird, dann sag ich dir, dann fahre ich durch dein Feld, dann hast du kein Unkraut mehr. Jetzt Abfahrt, komm. Ich fahr durch dein Feld, Chrissy, ich sag's dir. Ja. Dann sind eh gleich alle abgeendet. Dann zieh ich von deinem Konto 50.000 Euro. Dann machen wir die Rechnung auf für sie. Wie für mich? Ich hab die Arbeit schon für euch gemacht. Da steht nichts mehr an Unkraut. Schon abgearbeitet. Du bist also bestimmt Bock fürs... Chris, du hast doch bestimmt Bock fürs LU die 24 zu dreschen, oder? Mit Stroh rauslassen. Weizen. Stroh können wir verkaufen, Junge. Dann haben wir statt 5,0... Ja, du hast doch feuchten Hut auf. Das Stroh können wir... Hallo. Den Stroh können wir verkaufen, dann haben wir vielleicht 5,128 Millionen. Also wie gesagt, wird dann gleich losgelegt, oder was? Abbezüglich Strohverkauf, wie gesagt, das könnt ihr bei mir verkaufen, kriegt ihr ein bisschen mehr als wir bei einem Marktpreis. Wer? Wenn ihr Stroh verkauft. Hat gefragt. Es fällt aber gefühlt auf fast jeder rein. Das ist eine Scheiße von dir. Ich pass auf, ich nehme mal, aber was? Was? Am liebsten wäre jetzt, wenn du dich mit deinem fetten Hintern in den Traktor setzt, eine Spritze hinten dranhängst und über meine Feld spritzt. Richtig. Was meinst du? Soll ich ihn spritzen? Oder soll ich jetzt nochmal... Oh, er war ein Zauber im Weg. Unkraut bei Chrissy bekämpfen. Nicht bei Chrissy, bei mir. Na, bei mir, ich zahle 5000 Euro extra. Du Scheiße, ey, die 5000 Euro hast du in dem, weil du bist beim Kreuz, Junge. Wenn ich deinen Kontostand anschaue und seinen, nein. Ach so, weil der weniger als ich hab. Ey, Christoph. Du fette Stück Ziggy Scheiße. Christoph. Wo ist unsere Spitze? Okay, du nimmst meine Silo-Walzer, Alter. Ganz hinten rechts irgendwo am Hof. Ja, du bist eine Spitze. Ich hab 720. Warum nimmst du jetzt meine Silo-Walzer, hä? Weil du ein Lappen bist. Jetzt schau mal zwischen den Zaun und der Halle, was da steht. Warum nimmst du jetzt meine Silo-Walzer? Kann ich bitte einmal Farmmanager haben? Sauron. Scheiße, damit ich Geld überweisen kann. Da wo die ganzen Ding drin stehen. Hallo. Innen liegt der Müll. Ja, dann kriegst du halt keine 400 Euro für deine Silo-Walze da. Ja, egal. Hast du mal das Wort gehört, Fragen? Ich frag dich die ganze Zeit, Alter, leicht mal vor. Welche Felder waren das jetzt bei euch? Bei wem? Bei mir waren's... Bei Chrissy waren's 14. Na, bei mir waren es die 25 und die 55. Die 25 wurde gerade geändert. Passt. Die 43 und die 62 wäre es so. Sieh, einmal bitte hochkommen, dann abfahren, bitte. Oben danke steht aber ein Ding. Ja, ich hab ja das Rapsfeld schon abgeerntet und das andere Feld ist was anderes. Du hast jetzt gerade Raps drin? Ja. Ja, dann lad das ein und dann komm ich mit dem Lernanhänger. Volle. Dann kriegst du also wieder... Also bei Justin war es jetzt die 43, 62. Und bei Chrissy die 14. Richtig. Was ist ja 14? Och, ey, weißt du was? Ach so, Unkraut entfernen. Alter, du bist so... Ja, spritzen. Ja, auf jeden Fall die 14. Dankeschön, ich bin gleich wieder da. Tschüss, bis ich. Wow, sehr nettes Elu. Sehr, sehr nett. Und jo, dann machen wir weiter.
Ja, Kollege? Herr Kollege? Ich hab hier noch Tritikale drin. Ja, ne? Komisch, ne? Ja, das kriegst du noch zu fressen, Alter. Du Chris, wow. Ich fang jetzt gerade bei dir an, ne? Jo, hey, mach Chris, das. Ich hab mir mal dein Kramer ausgeliehen. Wenn du mir... Hey, du, Justin, deins vernachlässig ist erstmal, ich fang jetzt erstmal bei unserem Stammkunden Chris hier an, okay, weil der bessere kurz. Qualität nicht mehr. Warte kurz. Das haben wir gleich. Weil der einfach um einiges bessere Qualität liefert. Weißt du? Ach so, ja. Weißt du, und das dürfen wir halt nicht bestrafen. Weißt du, bei unseren Stammkunden. Ich bin kein Stammkunde, ich bin nicht jede Stunde bei euch. Ich bin kein Stammkunde, natürlich nicht. Ich bin irgendwo in einem Typ, der war frei. Ja, du bist irgendein dahergelaufen, ne? Ja, ist halt wirklich so. Deine Mom ist dahergelaufen, ne? Okay. Sympathisch. Ja. Ich krieg die Spritze nicht runter. Musst du die Runde runter tun? Ich muss ihn ausmachen. Du musst doch nur anschalten. Das nützt sich ein U, Junge. Ja, ich muss dem erstmal die Steuerung erklären, Alter. Junge, der Typ braucht erstmal einen ganzen Lehrgang für das Zeug, was ihr da macht, Alter. Das ist ja, der Chef ist halt mehr im Büro, weißt du. Irgend so ein Typen, der neben der Mülltonne lebt. Oh, Drax, keine Ahnung hat. Hä? Wenn der Nils im Büro hockt, ja, bitte nicht. Dann wäre er in der Mülltonne, hab ich gesagt. Nee, weil er gesagt hatte, der Chef hockt halt meistens im Büro. Chrissy, du kannst mich schon mal 500 für Spritzen überweisen. Wollte ich mir jetzt gerade sagen, dass Nils der Chef ist? Wenn ihr Fahrmanager habt, dann kann ich da die 500 überweisen. Nils hat das gerade vorher gesagt. Nils ist der Chef von mir. Der ist alles, aber nicht der Chef. Wer bitte Fahrmanager geben? Ja, warte. Dann kann ich den. Einfach als Ding rein. Dem besten Herrn Kollegen von Melu die 500 überweisen. Ach so, mir nix, weil du meine. Walzer einfach geklaut hast. Danke dafür. Ich war bei sie da. Ja, du hast jetzt ja keine Rechnung geschrieben. Jetzt chill doch einmal. Nee, ich chill gar nicht. Überweise den Uni und dann ist quitt. So, wo ist denn der Herr Agrarbayer Nils? Der 500 in der Ecke. Überweisen. Zack, ist draußen. Danke für Ihre Arbeit. Jo, ah, der Herr Dominik. Der Herr Dominik tut da irgendwas, was er abgeerntet hat, abfahren. Das ist alles, ja. Mit seinem Bison. Ja. Mit dem Bison. Ja, besser wie gar nichts. Justin, wenn du einmal in den Acker fährst, schwör ich dir, fahr ich in den ganzen Rappen. Ich sag jetzt eine Wortgeschichte über das LU. Und das LU darf sich aber nicht aufregen. Glaubst du mich einmal? Ich besitze einen Bison. Ihr habt den größten Teil von euren Traktoren und Maschinen gemietet. Karma. So Karma. So Karma, dass du dich umgeschmissen hast. Das ist nicht weitergesprochen. Schön, dass man die Rumleuchten auch beim Spritzer macht. Das ist wichtig. Könnt ihr irgendwo dahergelaufen kommen mit dem Kramer? Keine Ahnung, woher das sein kann. Wenn du mir mein Kramer wegrammst, der steht unten in der BGA. Dann, jetzt wird's aber finster. Der steht unten auf der BGA auf dem Kopfsteller. Ich habe ein Bild gemacht als Beweis, falls du zur Polizei gehen willst. Oh, Alter, süß, Junge. Ja, das süß, wie du. Ich weiß, dass ich ohne Bäckchen hab. Wer hat den Kramer da hergestellt, so? Das war Nils. Nee, stopp. Das war Nils. Der Kick-Mobi. Danke fürs Nix, aber werden wir schon. Das wird sich schon. Ne, aber das war Nils, Alter. Das war ja, es gibt zwei Strafpunkte für Justin. Das gibt zwei Strafpunkte für dich, weil du dagegen gefahren hast, du. Justin, dann. Das macht 1000 ans LU und 1000 für Christi. Was willst du jetzt eigentlich, nur weil du den Kramer dagegen fährst? Ich glaube ihn. So, meine lieben Freunde, das war's auch dann schon wieder mit der Folge. Wie die Diskussion weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Gibt keine Diskussion. Ja, ja. Bis gibt dahin. Gibt keine nächste Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Das war's. Ciao.